Wir feiern heute das Abschlussfest von Styles 2009. Wir haben heute 300 Leute eingeladen, um einen feinen Abend miteinander zu verbringen. Wir haben insgesamt 2700 Gäste heuer gehabt. Das war ein sehr erfolgreiches Jahr für Styles und es sollte nächstes Jahr so weitergehen. Wir haben die nächste Gala am 27. April 2010 und heute soll ein netter Abend werden, sophisticated, ein bisschen mit Musik und just relax. Styles 2009, die Veranstaltung ist genial, das Magazin hervorragend. Styles 2009, ein Jahr voller Krisen, aber das Styles Magazin erlebt trotzdem einen Höheflug. Über das Styles des Jahres 2009 lässt sich viel sprechen. Eigentlich würde ich Ihnen dazu sagen, wir gehen zurück. Die Modewelt, die internationale Modewelt produziert die 60er Jahre. Styles 2009 war für mich das Jahr der Comebacks. Sis Whitney Houston hat wieder ihre neue CD rausgebracht, Robbie Williams hat die neue CD rausgebracht. Ich leider nicht, ich komme erst nächstes Jahr. Und natürlich, die Pop-Ikone Michael Jackson ist gestorben, was sehr traurig war. Aber das war 2009. Also von Styles 2009 hat es meines Erachtens immer sehr nette und schöne Veranstaltungen gegeben, insbesondere im Radisson. Es waren immer sehr nette Impulse in Bezug auf Mode, insbesondere was ich meiner Frauenfreundin in nächster Zeit schenken soll. Und wie man sieht, es hat sie einiges getan. Also ich soll ja jetzt was sagen über Style 2009. Das fällt mir natürlich total schwer, weil ich bin ja aus den 60er Jahren. Und ich meine, es passiert zwar auch wieder jetzt genau das Gleiche wie in den 60er Jahren, aber irgendwie für mich ist das alles total futuristisch da. Das ist mein Statement. Danke. Michael.